Erstmal Kompliment an die Mannschaft. Ich glaube, die haben heute weitergemacht, wo wir am Samstag aufgehört haben. Eine Geschlossenheit gezeigt, als Mannschaft aufgedreht. Von der ersten Minute haben wir was gespürt und wir haben natürlich das Tor gemacht. Das hat nun die Karte gespielt, die Mannschaft befreit. Wir hätten normalerweise höher in Führung gehen müssen, 2-0, 3-0. Haben wir nicht gemacht und es ist immer gefährlich, eine knappe Führung zur Halbzeit zu haben. Ja, dann glaube ich, sind wir gut aus der Kabine rausgekommen, eigentlich ausgeglichenes Spiel. Dann eine ungefährliche Aktion, ist Gladbach wieder zurück im Spiel und dann haben wir kurz gewackelt. Aber dann die Mannschaft hat wieder den Vorwärtsgang gehabt, wieder mutig nach vorn, die Bälle gut behalten in der gegnerischen Hälfte und dann wieder ein starker Julian Draxler hat erlaubt, der Mario seine wichtige Tor für uns zu machen. Da war er ganz ruhig vor dem Tor und dann glaube ich, dass wir das ganz gut über die Bühne gebracht haben, hätte man vielleicht das 3-1 noch meinen können. Aber insgesamt, ich glaube, das ist ein verdienter Sieg für uns. Immens wichtig natürlich, aber wir nehmen diesen Schwung mit in der Winterpause und da werden wir uns gut vorbereiten und dann neu angreifen. Ich glaube, dass die letzten zwei Spiele hat er gezeigt, was er drauf hat. Erstmal durch sein Tor letzte Woche, aber auch durch seine körperliche Präsenz. Und heute wieder hat er Behrens starke Leistung. Er hat auch der Vorwärtsgang wieder gefunden und wir sind absolut zufrieden mit seiner Entwicklung in die letzte Woche.